Hey Freunde, hier ist wieder Timberbow und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge sind wir in den Lehrturm eingedrungen, haben dort komische Mondstatuen geholt. War wieder eine der langweiligeren Missionen aus Hogwarts Legacy. Ich muss wirklich sagen, Hogwarts Legacy macht für mich persönlich keinen Spaß mehr zu spielen, weil das Spiel ist einfach wirklich nur... Ja, wir machen eine Welt, schreiben eine komische, langweilige Geschichte, die nichts mit den Filmen zu tun hat. Und werfen die Ubisoft Open World Regel rein. Ubisoft Open World Regel ist, wer die nicht kennt, ist einfach so, ja, gibt es dem Spieler einen Auftrag, er rennt irgendwo hin, bekämpft irgendetwas oder sammelt irgendwas, rennt wieder zu der gleichen Person zurück, gibt das ab, Mission beendet. Das ist so die Ubisoft-Regel und ist richtig langweilig. Aber ja, wir spielen Hogwarts Legacy trotzdem noch zu Ende. Ich hoffe mal, es wird nicht mehr so lange dauern, muss ich zugeben. Aber mal schauen. Wir haben auf jeden Fall jetzt Tierwesenunterricht, so wie es aussieht. Genau. Auftrag anfangen. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hm? Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Gerald. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Ich stell mir gern vor, dass... Okay. Wo kann ich denn platzieren? Ah, jetzt hat's geklappt. Der Spaß macht. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Dann wir hier. Da. Zack. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Kniesel? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Oh, sind das die Katzen? Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm.
Das sind ja richtig flauschige Katzen. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Das finde ich jetzt noch ein nice System, muss ich sagen. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Mal schauen, dass sie noch alles machen kann. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Okay. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Hat Spaß gemacht. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Okay. Psst, psst, hier drüben. Was denn? Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Klingt interessant. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Schauen wir uns das mal an. Dann geh mal vor. Gibt's hier eigentlich ich noch? Nehme nicht einfach hier sind mit Gerald und seine Freunde. Hier sind die Warp-Dodos. Wirklich? Tja, danke, was ist schätze hier? Ich. Nichts. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Dann mal schauen. Das hat mich überrascht. Hey, Gerald. Mal schauen, aber so Hogwarts Legacy ist halt so, sie haben... Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Oh, ups. Keine Sorge, wir sind fast da. So, es ist gleich da vorne. Map-Gestaltung, alles ist schon nice und so. Manche Missionen sind auch wirklich nice, muss ich sagen, aber manche sind halt einfach wirklich langweilig. Bleib zurück. Mühsam. Oh, ein Greif. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Ah, okay. Noch tiefer, okay. Ich wusste es.
Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Hm. Das war das gute Tierbürsten. So. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice, muss ich sagen. Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Hm, könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht, was. Okay. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Gut. Das ist eine gute Idee. Schauen wir mal nach dem. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Okay, sehr nice. Auftrag abgeschlossen. Finde ich noch nice gemacht. Die Tierwesen mag ich. Die mag ich allgemein. Aber sie sind halt auch wieder ein bisschen zu wenig ausgeschöpft, muss ich sagen. Also mit dem Koffer von Newt hätte man hier in dem Spiel viel mehr anfangen können als mit dem Raum der Wünsche, muss ich sagen. Weil der Raum der Wünsche ist schon ein bisschen boring, so gesehen. Muss ich zugeben. Raum der Wünsche extremst boring. Wo ist der andere Auftrag? Hä? Wir hier nachsehen nach den Aufträgen. Talente. Ne, die Aufträge sind hier. Genau. Unkoldsheim. Der nächste Story-Auftrag. Meter. Kann ich mein Besen benutzen? Ja, kann ich. Fliegen wir mal kurz rüber. Schauen mal, was dort noch ab. Warum kann ich wieder mal. Na, auf dem Besen kannst du die Kamera kaum bewegen. Was ist denn das hier? Aha, der Busch hat sich bewegt. So, ein bisschen in die Höhe, damit wir hier nicht in den Baum reinfliegen. Landen wir hier kurz.
Und gehen hier durchs Wasser. Oh ne, sag jetzt nicht. Okay. Geh durch diese Seite. Sind hier im Protestieren irgendetwas? Wir gehen auch kurz in den kürzesten Gemüsegarten. Nee, falsch. Fasse mit Butterbier, okay. Nicht sehr spannend. So, dann gehen wir wieder mal in die drei Besen. Schon länger her, als wir das letzte Mal hier waren. Hallo, schön Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Okay. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Hogwarts Legacy wieder. Wir reden das nächste Mal mit Lodgok. Und schau gerne meine anderen Projekte vorbei in The Last of Us, in Roblox Stores und in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.